Das Theater in Grenichen wird Ihnen präsentiert von Ziegner Gartenpflege, Ihrem Gartenspezialist in Grenichen. Sie sind das nächste Opfer. Macht euch noch lustig über mich. Ja, ich muss jetzt noch lachen, wenn ich daran denke, wie die sogenannte Leiche da zur Tür rein marschiert ist. So eklig und energisch wie eh und je. Ja, der Kommissar Koller hat es glaube ich nicht so lustig gefunden. Ja, der ist ja auch mit abgesagten Hosen da gestanden. Wegen dem hätte er mich gleich nicht müssen fragen vor allen Leuten, ob ich eigentlich besoffen gewesen sei. Sie haben es wahrscheinlich selber zugegeben, Sie haben drei Pflümli. Pflümli hin, Pflümli her. Auf dem Hocker da hat es Blut gehabt. Sie, das können wir doch sicher untersuchen lassen, das Blut. Im Polizeilabor oder so. Sicher. Und dann könnte man herausfinden, von wem das Blut ist. Sag nicht gerade sofort, aber welche Blutgruppe? Ah, und das hilft einem weiter. Möglicherweise. Die eine Blutgruppe ist häufiger, die andere Blutgruppe seltener. Oh. Es ist schon 6. Also, Frau Pfister, wollen Sie sich nicht einschüchtern? Nicht, Käthe Pfister. Ich weiss doch, was ich gesehen habe. Da ist er gelegen. Und dort war er auch. Unser allerseits so beliebte Herr Manz. Ist Frau Seitz schon gegangen? Keine Ahnung, Herr Manz. Also wenn ich an der Arbeit bin, dann konzentriere ich mich auch voll auf die Arbeit. Dann höre und sehe ich nichts mehr anders. So sieht er aus. Frau Seitz? Ja, Herr Manz. Ja, schon gemeint, Sie sind gegangen. Ja, können Sie denken, Herr Manz. Sie wollen doch sicher den Brief hier noch unterschreiben. Ich kann ihn dann gerade noch auf die Post bringen. Dann haben Sie ihn morgen Morgen. Ja, genau. Wenn Sie sonst noch etwas von mir wettet, Herr Manz. Nein, nein. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Manz. Ich kann ja auch noch ein ernstes Wort zu reden, Frau Pfister. Ja, reden Sie nur. Ja, ich kann auch zuhören, wenn ich weiterarbeite. Eine Halluzination habe ich zu verdanken. Dass ich jetzt das ganze Büro Bescheid weiss. Was meinen Sie? Über mein Privatleben. Dass meine Frau fremd geht, dass sie ein Verhältnis hat mit dem Wegmann. Das stimme ich ja gar nicht, hat er gesagt. Und Sie auch. Was suchen Sie da unter dem Teppich? Spuren. Spuren des Verbrechens. Oder haben Sie gemeint, ich lasse das auf mir sitzen, dass ich mir das alles nur eingebildet habe? Sie meinen da unter dem Teppich? Oh, wer sucht, der findet. Das da habe ich nämlich bereits gefunden. Wo habt ihr das gefunden? Unter dem Teppich? Nein, im Büro von Herrn Bertschi. Zeig ihn mal. Gehört sicher ein Mörder. Jetzt begreife doch endlich, es gibt keinen Mörder. Ja, das ist schon möglich, dass es keinen gibt. Aber wegen dem hat er gleich seine Schlüssel beim Bertschi liegen lassen. Und sein Name fängt mit HHS an. Haha. So eine Sicht, der überhitzt die Fantasie. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen. Aber ihr seht doch auch, dass ich nicht tot bin. Ja, heute nicht mehr, aber gestern sind sie es noch gewesen. Frau Pfister, was die dringend brauchen, ist Erholung. Wisst ihr was? Ich gebe euch ein paar Tage frei. Ja, macht eine Pause. Macht ein Reischen zusammen mit eurem lieben Mann. Und richtet ihm aus, euer Mann meine ich. Ich habe mir überlegt. Er kann bleiben. Ich ziehe die Kündigung zurück. Das ist jetzt aber nett. Ich bin ein Netter. Frau Pfister. Und die Sache mit dieser Leiche, die wollen wir vergessen. In eurem eigenen Interesse, Frau Pfister. Ihr würdet euch nur zum Gespött machen. Und das wollen wir doch nicht.
Gell, Frau Pfister? Was macht ihr jetzt mit diesen Schlüsseln? Mit der Polizei gehen, habe ich gedacht. Das würde ich nicht machen. Der Kohler, der ist so ein Choleriker. Der geht in die Luft, wenn er schon wieder mit etwas kommt. Und der Schlüssel, was soll das schon beweisen? Ja, aber ich habe aber noch mal etwas gefunden. Was habt ihr noch gefunden? Das da. Der Knopf da. Herzig, hä? Aus hier schon. Wo habt ihr den gefunden? Da. Ja, da, wo der Hocker gestanden ist, wo die Leiche drauf gelegen ist. Also, bevor sie nicht mehr drauf gelegen ist, meine ich. Das ist doch interessant, oder? Sehr interessant. Außerordentlich interessant ist das. Mhm. Wisst ihr was, Frau Pfister? Ja, erst wenn Sie es mir sagen. Ich komme ja auf dem Heimweg direkt am Polizeiposten vorbei. Ihr könnt doch den Kommissar Kohler gar mitbringen. Ja, das wäre schaurig lieb von Ihnen, aber ich behalte ihn lieber. Wieso denn? Ja, Sie haben ja selber gesagt, der Kohler werde ich nur auf, wenn man an die ganze Geschichte erinnert. Nein, ich behalte ihn vorläufig bei mir. So, muss ich aber weiter schaffen. Und ich wohne bei eurem Mann vorbei. Beim Fritz? Ja. Kann man es gerade selber sagen? Dass er sich keine Sorgen mehr machen muss wegen dieser Kündigung. Ja. Gute Nacht, Frau Pfister. Gute Nacht, Herr Manz. Das ist auch in der gefahren. Ja, der ist ja wieder ein umgekehrter Händchen. Komisch. Ist der Herr Manz nicht mehr da? In dem Moment ist er gegangen. Hat er den Brief? Sie, Frau Seitz, könnten Sie nicht auch noch einen schreiben für mich? Ein Brief? Für Sie? Also hören Sie mal. Erstens ist es Viertel ab sechs und zweitens... Ja, aber Sie wollen doch auch, dass der Mörder geschnappt wird. Aber es gibt ja gar keinen Mörder. Der Herr Manz ist ja zu meiner namenlosen Erleichterung. Ja, auf jeden Fall sind da innen ein paar ganz krumme Sachen passiert. Und die müssen aufgeklärt werden. Das ist doch auch in Ihrem Interesse, sofern Sie nicht etwas damit zu tun haben, oder? Also, schreiben Sie. An Herrn Heinrich Koller, Kantonspolizei Aargau. Lieber Heiri. Lieber Heiri. Also nein. Also mal. Ja, ich bin auch mit ganz anderen Leuten per Du. Schreiben Sie weiter. Fandest du es nötig, mich gestern Morgen vor allen Leuten so zusammenzuscheissen? Dann schreiben Sie lieber so herunter zu putzen. Was besser zu einer Putzfrau? Eine Fragezeichen. Aber ich bin nicht so blöd, wie du mich hingestellt hast. Ich habe nämlich bereits zwei neue Verdachtsmomente. Nein. Was für eine? Ja, das darf ich Ihnen doch nicht sagen. Das teile ich nur streng vertraulich am Heine mit. Schreiben Sie weiter. Es handelt sich um den Schlüsselbund, welchen der Mörder hier verloren hat, sowie einen Jobenknopf aus... wie sagt man dem? Also, wieso läuten Sie Ihrem Heiri nicht an? Das ist doch viel einfacher als so ein Brief. Ja, ich träume eben schon so lange davon. Im Heiri anzuliegen? Nein, auch mal einen Brief diktieren zu dürfen. Ja, aber Sie haben recht, läuten wir ihn an. Jetzt ist er denke schon daheim. Haben Sie seine private Nummer? Ja, Telefonnummern von verheirateten Männern merke ich mir also das Prinzip nicht. 062-253-5211. Hoffentlich kommt nicht Hilderli ans Telefon. Ja, Lukas, Omanz Immobilie, sagt es. Sie werden verlangt von Ihrer Freundin, Herr Kohler. Er scheint nicht gerade erfreut zu sein. Heidi, das ist Kathi. Wie geht's deinem Fnüssel? Los! Nein, los! Jetzt, bevor du wieder anfängst zu toben. Ich glaube, unsere Leiche ist wieder auftaucht. Wo? Ja, im Radio S. Jetzt lass mich doch einmal ausreden.
Im Radio SRF haben sie es gebracht, in den 5 Nachrichten. Ja, ein Liebesbärli hat sie auf der Liebeck oben entdeckt. Was? Ja, unsere Leicht denkt, was das ist. Das weiss ich doch nicht, wie die aus unserem Büro auf die Liebeck gekommen ist. Aber schau doch einmal, ob er einen Jobknopf fällt. Den habe ich nämlich. Und ob sie das Blut von dieser Leicht die gleiche Blutgruppe hat, wie unser Büro hocken da. Und los, wenn er keinen Schlüssel mehr im Sack hat, dann sind das die, die ich beim Bertschi gefunden habe, gell? Und gute Besserung, Heidi, gell? Aber Sie haben doch gesagt, die Leicht hier, das sei die Leicht vom Herrn Manz gewesen. Ja, die da, ja. Ja, aber beim Bertschi habe ich nicht so genau geschaut. Ja, Sie meinen, das seien zwei verschiedene Leichen gewesen. Das wäre ja grauenhaft. Sie wissen ja, was man sagt, oder? Alle guten Dinge sind drei. Um Himmels Willen, ich hau's, bevor der nächste Mord passiert. Ja, wir gehen sie ganz alleine da zurück, am Tatort. Ja, was soll ich denn machen, ganz allein, wenn der Mörder sollte zurückkommen? Da ist jemand an der Gangtür. Ich würde nicht aufmachen. Das ist gar nicht abgeschlossen. Ja, dann kann er einfach so hinkommen. Sollen wir uns verstecken? Ja, okay. Ja, aber wo? Meinen Sie, wir würden jetzt sterben? Ja, aber nicht kampflos, hä? Guten Abend miteinander. Ah, Sie sind's? Also nein. Bring mir den Hocker zurück. Habt ihr jemand anderes erwartet? Wir haben schon Angst gehabt. Aber es ist uns viel lieber, dass Sie es sind. Gellen Sie, Frau Pfister? Ja. Ich freue mich auch, Sie hier zu treffen. Wir haben gestern gar nicht richtig Gelegenheit gehabt, uns vorzustellen. Stubberauch. Stubberauch. Und jetzt haben Sie ganz allein den schweren Hocker müssen. So sportlich sind wir denn schon? Ja, das glaube ich sofort. Das sieht man Ihnen an, dass Sie einen durchtrainierten Körper haben. Den müssen wir haben, in unserem Beruf. Eben. Gell, Sie? Ja, es freut mich ja, Frau Seitz, dass Sie den Herr Stubberauch so attraktiv finden. Also nein. Aber ich muss jetzt den aufkeimenden Flirt gleich schnell unterbrechen. So haben Sie jetzt das Blut von dem Bürohocker da untersuchen lassen, im Polizeilabor? Das glaube ich nicht. Da hat man nicht für nötig gehalten, jetzt wo der Tote ja wieder lebendig rumläuft. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es ein paar völlig neue Verdachtsmomente gibt? Zum Beispiel? Zum Beispiel die Schlüssel da. Wo haben Sie die gefunden? Na, bei Bertschi. Sie müssen den Mörder aus dem Sack gefallen sein. Nein, wir, das sind meine. Ihre? Ja. Ja, aber... Ja, aber da stehen doch drei Buchstaben drauf. Das müssen die Initialen von seinem Namen sein. HHS. Hans Hugo Stubberauch. Oh, shit. Heissen Sie Hans Hugo? Ja. Da sind Sie sicher? Ich glaube schon, doch. Hans Hugo. Herzig. Herzig. Und Sie, wie heissen Sie? Marianne. Schönen Name. Passt gut zu Ihnen. Jesus, ich wollte ja schon lange gehen. Ja, ich habe hier auch nichts mehr verloren. Dann könnten wir ja gerade miteinander runterfahren. Ja, gern. Ich muss nur noch schnell schauen, ob es beim Herrn Wegmann noch Post hat. Ich komme gerade mit. Gute Nacht, Frau Fischer. Und nehmen Sie es nicht so tragisch, dass die Schlüssel nur mir gehört haben. Ja, aufgestellt hat es mich schon nicht gerade. Ah ja, aber es wäre ja zu wünschen unserer Frau Seitz, dass sie endlich einmal einen würde kurieren von dieser fixen Idee, ausgerechnet einen wie den Mann zahlen zu müssen. Hä? Ah. Ja, machen wir aber auch Feierabend. Was haben Sie? Heben den! Jo, ist der Bär? Ja, den Augen! Den Halunken! Den Glücklichen!
überfallen hat. Vorhin packt und am Boden drückt und dann. Hui, du. Und dann was? Und dann was? Ein ganz unverschämter Kerl war das. Ich darf Ihnen gar nicht sagen, wo der überall angegriffen hat. Vielleicht hat er auch im Dunkeln gemeint, sie sei den anderen. Niemand mehr um. Sind Sie sicher, dass Sie sich das nicht nur eingebildet haben? Wo haben Sie eigentlich das Gefühl, ich sage Hugo? Moment mal, kehren Sie sich um. Warum? Kehren. Nur einen Moment, kehren Sie sich um. Nehmen wir den Dreck. Wieso? Ich bin bestohlen worden. Ausgeraubt. Was hat man denn gestohlen? Ein Knopf. Wissen Sie, Frau Seitz, der Schopenknopf, den ich am Heidi, am Kommissar Koller am Telefon beschrieben habe? Sie haben mit dem Chef telefoniert? Angerufen hat es ihm. Gerade vorher. Aber der war doch sicher schon weg gewesen. So verkältet wie der ist. Ja, ich glaube, der steht auf und kommt noch mal dahin. Was will er denn da? Ja, eben kann gut den Knopf in die Augen scheinen. Ja, und jetzt habe ich ihn nicht mehr. Broschnägeli, der wie jagt's. Kommen Sie, wir gehen lieber. Wir wollen Moment mal. Ich habe gewusst, dass ich so ein geheimes Täschchen habe, an einem geheimen Örtchen. Das haben doch alle gewusst. Das ganze Büro lachen doch über ihr Strumpfhosenversteck. Ja, lachen die nur. Aber dass ich den Schopenknopf in meinem Strumpfhosenversteck aufbewahrt habe, hat nur eine einzige Person können wissen. Der Chef! Abig, Kommissar! Abig! Sali Heini! Was machen denn ihr da? Der Herr Stoberauch war so nett, uns den Hocker dort zurückzubringen. So, also, zeig dir mal, was ihr gefunden habt. Ja, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Ich kann es nicht mehr. Ihr habt es nicht mehr? Ja, es ist mir abhanden gekommen. So, es ist euch abhanden gekommen. Genau so wie euch gestern auch die Leiche abhanden gekommen ist. Und genau wie gestern hetzt er mich aus dem Nest raus und ich da baust hier auf und zwar trotz meinem. Aber wahrscheinlich noch eine Lungenentzündung oder vermutlich noch der Tod. Ja, jetzt probier es doch einmal mit diesen Rhinogluck-Nasentröpfchen. Ich probiere jetzt vor allem mal nicht wahnsinnig zu werden. Aber die machen wir es wirklich nicht leicht. Stopp auf! Ja, Kommissar, ich warte draußen. Und ich? Euch brauche ich nicht. Ja, dann. Gute Nacht miteinander. Schönen Abend noch. Ja. Also. Ihr habt den Schopenknopf und den Schlüsselbund gefunden. Ja, der Schlüsselbund, das war eine falsche Fährte, Heidi. Also, die müssen wir nicht weiterverfolgen. Und warum nicht? Ja, weil sie deinem Stuberauch gehören. Er hat sie beim Bärtschi verloren, nicht den Mörder. Und der Schopenknopf? Ja, der gehört dieser Leiche von der Liebeck. Das hätte ich dir beweisen können. Aber jetzt habe ich ihn nicht mehr. Er ist mir gestohlen worden. Von wem? Das Licht ist ausgegangen und dann hat er mich im Dunkeln überfallen. Ja, ich habe schon gemeint, er will mir an die Wüste. Dem sage ich Optimismus. Nein, ehrlich, Heidi. Also, wo der mich so stürmisch in ihn abgedruckt hat, bist mir gerade du in den Sinn gekommen. Sag mal am Dölschi-Weg. Weißt du noch, wenn ich dort den Kopf verloren habe? Heute nur den Knopf. Wie hat er ausgesehen? Ich habe ja gesagt, es war stockdunkel. Nein, der Knopf meine ich. Aha, ja, aus Horn von einem Hirschgeweih, glaube ich. Und eine komische Form hat er gehabt, so wie ein Edelweiss. Was sagst du? Und das von deinem Pflüssel, oder bist du auch sonst schwerhörig? Wie ein Edelweiss. Gleich auf der Liebeck hat es solche Knöpfe am Joppen gehabt. Und einer fehlt. Stopp drauf! Ja, wir haben es geschafft, Heidi. Ja, wir sind ihm auf den Fersen. Wir klären den Fall auf. Lass dich umarmen, du! Stopp drauf! Läutet sofort auf den Posten und verlangt mir den Krätli.
Wie kommt ihr überhaupt dazu, eure Schlüssel zu verlieren? Die müssen mir aus dem Sack gefallen sein, wo ich auf der Suche nach dem Leich beim Schreibtisch von Herrn Bertsch in die unterste Schublade geschaut habe. Das Gefühl, dort hat sie Platz gehabt. Herr Kreppli, der Kommissar Koller. Anleuchter. Nein, nicht du, Theo. Nein, da. Du, los. Es ist etwas ganz Verbesserung passiert. Ja, weißt du, der Knopf? Ja, der, wo der Leich von der Liebeck am Schoppen fällt. Der ist wieder aufgetaucht. Ja, der, wo gestern die Leich verschwunden ist. Der Knopf? Ja, der ist jetzt auch verschwunden. Ja, da verschwindet immer alles. Ja, du, noch etwas. Der von der Liebeck, hätt ihr den schon können identifizieren? Schon? Also, warte. Wie heisst er? Was? Moritz Schaufelberger. Ja, man muss sich merken. Ja. Und die Blutgruppe? AB. Ja, das weiss ich denke selbst. Ja, das ist die gleiche wie hier bei uns. Ja, ich weiss, dass die selten ist, aber das gibt mir ja so zu denken. Also für mich ist der Fall gelöst. Ja. Du, ja, noch etwas. Die Frau Pfister. Ja, genau, das ist die, die immer alles inkt und gerade wieder verliert. Genau. Ja, die sollten wir, glaube ich, unter Polizeischutz stellen. Ja, sonst wird es die am Ende auch noch ermordet. Fertig. Heiliger, das lässt doch jetzt nicht zu, gell? Dass er mich jetzt auch noch. Das wäre der Beste. Der Mann ist schon gegangen, oder? Aber möglicherweise ist er noch im Haus. Weißt du, bei Fritzunen? Du, der wird ihn wieder einstellen. Also seit er hier war, ist er wieder ein umgekehrter Händchen. Stoberauch. Herr Kommissar. Schau, schauen, ob ihr ihn noch verwutscht. Und wenn ihr ihn verwutscht? Dann bringt ihr mich hier rauf! Du, das hätte ich fast vergessen. Ich weiss, wer mir da den Joppenknopf gestohlen hat. Auch der Manz. Er war der Einzige, der gesehen hat, wenn ich ihn versorgt habe. In meinem geheimen Täschchen, weisst du? Lass ihn gerade verhaften. Frau Pfister, wie manchmal muss ich euch noch sagen. Herein! Ah, Frau Manz, vom Pöstern zurück, hä? Jetzt haben wir es gerade von Ihrem Mann gehabt. Guten Abend miteinander. Ist er nicht mehr da? Er hat doch gesagt, ich soll ihn abholen. Ja, das muss er verschwitzt haben. Ja, die Männer verschwitzen sowieso alles. Sagen ja nur deutsche weg. Der Herr Stoberauch ist gerade schauen, ob er ihn noch verwutscht. Der Heidi, der Kommissar Koller, will eben auch noch mit ihm reden. Dann könnte ich warten auf ihn. Soll ich vielleicht im Gang raus? Ja, das fehlt Ihnen. Ja, können Sie denken. Frau vom Big Boss, nein. Frau Mann stört uns doch nicht einen, oder? Ich sollte aber dann noch ein Telefon machen. Ja, das kannst du auch vom Weg nennen, gell? Du musst einfach auf so den Knöpfchen drücken und dann hast du alleine. Ha? Was macht er denn noch da? Ich habe eine neue Spur entdeckt in diesem Mordfall. Aber es gibt doch gar keinen Mordfall. Die Leiche, die sie gemeint haben, die ist wieder auftaucht. Auf der Liegebett oben. Ich komme nicht mehr draus. Sie haben doch gesagt, der Tote sei mein Mann gewesen. Ja, es tut mir schaurig leid. Dass sie sich geirrt haben. Ja, und sie sich zu früh gefreut haben. Ja, aber jetzt ist es gleich jemand anders. Die Polizei weiss sogar, wie er geheissen hat. Und sie? Wissen Sie es nicht? Mal, ja natürlich, weiss ich. Der Kommissar Koller hat kein Geheimnis von mir. Der Name des Ermordeten ist Moritz. Moritz? Schaufelberger. Was ist, Frau Manz? Ist Ihnen nicht gut? Ja, haben Sie ihn gekannt? Nein, wieso sollte ich den gekannt haben? Der ist auf der Liebeck ermordet worden. Und wir wohnen auf der anderen Seite. Ja, am Hallwilersee, das weiss ich schon. Sie gehören ja zu den Ehebesseren. Aber der Moritz hat eben da im Büro von ihrem Mann einen Schoppenknopf verloren. Und sein Blut ist eben erst noch das gleiche wie das, was der Heidi am Hosenboden hatte.
Ja, weil er da eben auf den Hocker abgesessen ist. Und an dem hat es eben Blut gehabt von dem mysteriösen Moritz. Haben Sie ihn gesehen? Nein, ich muss anders fragen. Haben Sie gestern Abend irgendjemanden da gesehen, der nicht da arbeitet? Ah, der mysteriöse Fremde, meinen Sie? Sie, ich habe tatsächlich einen gesehen gestern Abend im Ausgang unten. Ja, ich bin gerade von der Linden zurückgekommen. Ja, am Fritz ist wieder mal der Treibstoff für sein Hobby ausgegangen. Und dann steht er dort unten. Also nicht der Fritz, der geheimnisvolle Fremdling. Der steht im Ausgang unten und hat die Firmentafel studiert. Wie hat er ausgesehen? Gut, ja, ich habe noch gedacht, also schön blaue Augen, ein Schnäuzli, ein grauer Anzug. Also ihr Mann hat fast Stupf genau den gleichen. Kennen Sie den? Nein, nein. Wieso sollte ich auch? Ja, weil Sie mich gefragt haben, ob ich ihn gesehen habe. Ich habe ja nur gemeint, vielleicht... Frau Manz, wenn ihr gerade da seid, sagt euch der Name Moritz Schaufelberger etwas? Nein, Frau Pfister hat mich auch schon gefragt. Frau Pfister hat euch auch schon gefragt. Frau Pfister, Himmel, Sterne, sagt sie, Mann, was fällt euch ein? Polizeiliche, vertrauliche, nur für den dienstlichen Gebrauch bestimmte Informationen. Ja, ja. Ich weiss es schon, Heidi. Ja, musst entschuldigen, es ist mir einfach so rausgerutscht. Oh, rausgerutscht. Und was hat er sonst noch alles rausgeplodert? Na, nichts. Ja, du kennst doch mein verschwiegene Naturell. Also, wenn ich will, dass es die ganze Schweiz erfahrt, dann könnt ihr auch eine Pressekonferenz veranstalten. Oh, jetzt schimpft er wieder mit mir. Also, kommen wir zur Sache, Frau Manz. Ist der Moritz Schaufelberger am Ende euer Liebhaber gewesen? Nimm es! Pfister? Ah, guten Abend, wie geht's? Ja, nein, es geht ihm nicht besonders. Ja, und sein Flüssel ist noch längstens nicht weg. Wer ist es? Ist es der Psst? Ich verstehe kein Wort, wenn du da unten reinredest. Ja, ich sage ihm schon die längste Zeit, er soll sie mal mit diesen Rhinogluck-Nasentröpfchen probieren. He? Aber auf mich wird er ja nicht hören. Wer ist es? Der Herr Kretli. Wobei, Sie kennen dann also besser ja wie ich, oder? Aber stellen Sie sich vor, ich kenne ihn eigentlich schon länger. Theo, ja, was ist? Beschreibung von der Liebe gleich. Ja, ist gut, komm, schieß los. Nein, warte schon. Moment. Was suchst du im Leistung? Seht da. Also, gut. Sie sagen, lernen es glaube ich nicht mehr auf der Polizeischule. Grauen Anzug. Ja, Knöpf. Ah ja, das ist schon klar, ja. Rote Krawatte. Mit weißen Tüpfchen? Mit weißen. Mit weißen Tüpfchen. Alter? Circa 40. Das ist er. So, Ruhe! Nein, nicht du, Theo. Dunkle Haare. Schnäuzli? Ja. Schnäuzli? Augen? Blau. Blau. Grösse? Circa 1,80. Circa 1,80. Fertig. Fertig. Gut. So. Jetzt aber raus mit der Sprache. Frau Pfister, woher wisst ihr, wie der Moritz Schaufelberger ausgesehen hat, hä? Ja, er war da gestern Abend, etwa am 7:15. Und das sagt ihr mir erst jetzt? Ja, er hat mich gefragt, ob echt noch jemand da oben ist im Büro. Und ich habe gesagt, will er weg nicht mehr. Und der, was hat er gesagt? Merci. Zum Glück sind nicht alle Leute so unhöflich wie die von der Kantonspolizei. Ja, und der, was hat er gemacht? Ist er gegangen? In den Lift rein, ja, und raufgefahren. Und hat er nicht auch wieder gesehen, zurückgekommen? Ja, ich stehe nicht den ganzen Abend im Hausgang unten. Der Fritz hat doch auf sein Bier gewartet. He? Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist der Moritz Schaufelberger gestern
am 4. ab 8. hier raufgefahren in der Büroetage. Kurz darauf ist sie tot eingetreten, sagt der Gerichtsmediziner. Und zwar höchstwahrscheinlich hier und nicht auf der Liebeck oben. Frau Manz, ich frage euch jetzt noch einmal. Habt ihr den Moritz Schuffelberger wirklich nicht gekannt? Mal, ich hätte ihn weggemacht. Ist er der gewesen, wo der auch bei der Wohnung vom Herrn Wettmöhr... Dann haben wir den Fall gelöst, Heidi. Er hat ihn da bestellt zu einer Aussprache von Mann zu Mann. Und dann da, in diesem Büro, keine Augenzeuge weit und breit, er rasend vor Eifersucht, hat er ihn umgebracht. Wer? Das ist jetzt eine dumme Frage. Ihr Mann? Der Manns. Ja, soll bitte reinkommen. Guten Tag, Herr Manns. Reden wir wollen reden. Ja, gern. Nehmt bitte Platz. Bleiben Sie in der Nähe. Es kommt gerade zu einer Verhaftung. Sicher. Herr Manns. Kennt ihr Moritz Schuffelberger? Müsst ihr? Also Leute, die man nicht kennt, sollte man auch nicht umbringen. Jetzt hockt doch endlich einmal aufs Maul, Frau Pfister. Der Moritz Schuffelberger war der Liebhaber von eurer Frau. Sie hat es vorhin zugegeben. Es wäre nie so wie Karl und Kass, wenn du nicht immer nur dein Büro im Kopf hast. Ja, und die jungen Mädchen von seinem Büro. Ja, genau. Ja, jetzt wäre, glaube ich, der Zeitpunkt, wo ich uns ein Käfchen machen könnte. Sie nehmen doch ein Tässchen. Ja, gern. Mit einem zünftigen Büchse. Das könnte im Flüssel auch nicht schaden. Das ist jetzt ausnahmsweise mal eine gute Idee. Ja, hier und da habe ich eine. Was man von Ihnen nicht kann behalten kann, Herr Kommissar. Also, Herr Manns. Ja, bitte. Der Liebhaber von eurer Frau ist gestern zu oben ermordet worden. Und zwar zwischen 8 und halb 9. Höchstwahrscheinlich hier auf dieser Büroetage. Seid ihr denn noch da gewesen? Nein. Aber ihr habt doch einen Anruf erwartet und einen gewissen Herr Lederach. Das hat doch Frau Seitz gesagt. Ja, stimmt's etwa nicht? Doch, das stimmt. Aber der Anruf ist nicht gekommen. Und der Herr Lederach? Der hat sich nicht hier mit mir treffen. Wo denn sonst? Im Leuen. Das ist gerade um die Ecke. Und ist das jemand, den ihr kennt, der Lederach? Nie gesehen. Er hat geschrieben, er kenne mich. Geschrieben? Ja. Da. Der Brief. Ist gestern Morgen der Post gewesen. Aber am Abend ist er nicht gekommen. Das ist also so mysteriös. Als ob es der Fantasie von unserer Frau Pfister entsprungen wäre. Der Kaffee ist gerade so weit. Von einem ziemlich alten Druckerausdruck. Ja, auf dem dort. Das hat schon immer so einen komischen Schlier gegeben, da oben. Der hat der Frau Seitz gehört, bevor sie einen neuen bekommen hat. Sie brauchen doch den auch bei dir, oder? Ja, kaum. Und jeder aus dem Büro kann auf dem Drucker ausdrucken. Ja, der Lukas beschließt sein Büro ja nie. Ja, jeder kann den Drucker. Aber dir am ringsten. Warum sollte ich mir selber einen Brief schreiben? Schauen Sie keine Fernsehkrimi. Um sich selber ein Alibi zu verschaffen. Wenn Sie von den 8 an im Leuen auf den Lederach gewartet haben. Dann hätte Lukas nicht können, am 4. Abend den Moritz umbringen. Ich bin ja so froh, Lukas. Moment. Wie lange habt ihr gewartet im Leuennummer? Um 9:20 vor. Und dann seid ihr noch mal hier zurückgekommen? Ja, ja, ich musste. Ich hatte den Mantel noch hier mit dem Autoschlüssel. Und der Moritz Schuffelberger, der war nie genommen. Und ihr habt ihn wirklich nicht gekannt? Ich habe ihn nicht gekannt. Ich war doch im Glauben, die Rita hat etwas mit dem Wegmann. Ich habe den Namen Moritz Schuffelberger heute zum ersten Mal gehört. Darf ich ihn ins Kreuzverhör nehmen?
Heim? Ganz sicher nicht! Das ist jetzt aber schade. Sonst hätte ich ihn nämlich gefragt, wieso haben Sie denn gestern etwa 50 Mal auf ein Blatt Papier geschrieben, Moritz Schaufelder? Das ist ja Lug! Woher wollt ihr das wissen? Sie hätten das Papier eben nicht so im Papierkorb rühren. Wenn es mir so komisch vorkam, habe ich es aufbewahrt. Seht ihr? Was sagt ihr jetzt, Herr Manz? Alarm! Yes! Sir. Das ist Ihre Kaffeemaschine, Frau Pfister! Ich hab die Kaffeemaschine! Ich warte immer noch auf eine Antwort, Herr Manz. Wollt ihr immer noch behaupten, dass ihr den Herr Schaufelberger nicht kennt habt? Und dass ihr nicht gewusst habt, dass er und nicht der Herr Wegmann sich mit eurer Frau trifft, hä? Ich hab's gewusst. Aha. Aber erst gestern Abend, als ich zurückkomme vom Leuen, liegt der Zettel da bei mir auf dem Schreibtisch. Der Liebhaber Ihrer Frau Rita heisst Moritz Schaufelberger. Druckbuchstaben. Das könnt ihr genauso gut selber geschrieben haben. Ich schwöre euch, ich habe den Schaufelberger nie gesehen, bevor ich ihn Bevor ihr ihn gestern zu oben hier umgebracht habt. Ist das wahr, Lukas? Ja, was lange währt, wird endlich gut. He? Hey, und Sterne, stopp drauf, hört ihr denn da? Schlossen, soll ich aufbrechen? Wieso wollen Sie nicht den raus? Aber warum ist er denn abgehauen? Meinen Sie wirklich? Assig, der Mörder! Es sieht im Moment ganz genau aus, Frau Manz. Aber für mich stellt sich jetzt im Moment vor allem eine Frage. Nimmst du den Güx in den Kaffee oder willst du ihn essen?